Ja, Liebling? Frohe Weihnachten, mein Liebling. Oh, Liebling. Oh, oh, diese hatte ich noch nicht. Und hier, das ist für dich. Liebling, das war aber nicht nötig. Lass uns zu dich gehen. Ich liebe dich, mein Zuckerchen. Fritz, bin aus der Party zurück. War super. Wo bist du, Fritz? Fritz? Fritz, du lieber Gott. Fritz, Fritz, antworte mir, bitte. Scheiße ist es, an Weihnachten im Dienst zu sein. Wem sagst du das? Zentrale Polizeidienststelle Grasburg, Oliver Pfarrapparat. Na? Alles klar, nichts anfassen, wir kommen so schnell wie möglich. Klaus, hol sofort ein Fahrzeug, es gibt einen Toter an der Fleischburgstraße 55. Ipstermeier, kontaktieren Sie Inspektor Verrückt. Sagen Sie ihm, er soll so schnell wie möglich kommen. Lass uns gehen, Oliver. Oh, mein Pager. Gudrun, es gibt einen Toter an der Fleischburgstraße 55. Ich muss sofort dorthin gehen. Ja, verstanden. Frohe Weihnachten, Liebling. Frohe Weihnachten, mein Lieblingsinspektor. Ich hoffe, dieser verdammte Fokuhila diesmal nicht dabei ist. Das kannst du laut sagen, Oliver. Ah, Oliver. Guten Morgen, Klaus. Guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen. Guten Morgen, Oliver, Klaus. Herr Anwalt? Haben Sie schon eine Spur? Ist das ein Mord? Mord, Selbstmord. Wir haben zurzeit keine Spur. Meiner Meinung nach ist es ein Mord. Er hat ein Einschussloch im Hinterkopf. Wir haben nicht mit dir gesprochen! Hey, Oliver. Was? Larry Groß arbeitet heute nicht? Ja, Inspektor. Holen Sie mir sofort meinen Telefonoperator? Jawohl, Inspektor. Das Telefon. Dankeschön, Gurt. Nein, danke. Keine Zigarette für mich. Mit Ideo immer und so. Das geht so. Boom, chug, boom, boom, chug, boom, chug, boom, boom, chug, boom,
Mein Telefon? Ja, hallo? Hallo, Larry? Ja. Larry, es gab einen Mord an der Fleischbruchstraße 55. Kommt so bald wie möglich. Selbstverständlich, Inspektor. Ich bin sofort da. Können Sie mir einen Motorradfahrer vorbeischicken? Ja, gern, Larry. Klaus, hol mal Larry ab. Er ist zu Hause. Bist du mit dem Motorrad hier? Leider nicht, Herr Inspektor. Wir kommen mit dem Auto. Was machen wir? Ja, Inspektor, wenn ich so sagen darf, ob wir ihn mit dem Auto oder Motorrad abholen, das ändert nichts. Larry wird das nicht mögen. Klaus, hol ihn mit dem Auto ab, aber erklärt Larry, dass heute kein einziges Motorrad verfügbar ist. Sofort, Herr Inspektor. Hallo, Oliver. Hallo, Larry. Guten Morgen, Inspektor. Grüß dich, Larry. Komm und sieh dir die Leiche an, Larry. Sicherlich, ja. Gibt's was Neues, Lenart? Er wurde in den Nacken geschossen. Ich würde sagen mit 9 mm. Der Mörder war ungefähr einen Meter entfernt. Was denkst du, Larry? Sieht er nach Selbstmord aus? Meiner Meinung nach, aufgrund seiner Position, war der Schütze hier. Aber, Lena, darf ich die Leiche berühren, bitte? Ja, kein Problem. Ja, es handelt sich um einen Drogenhandel. Eine Abrechnung. Sind Sie, Inspektor? Larry, ich habe deinen Stoff. Komm um 11 Uhr vorbei. Larry, haben Sie gesagt? Er hat den gleichen Namen wie du, Larry. Nun, wir müssen diesen Larry finden. Klaus, kannst du die Videoüberwachungskassette der Bank gegenüber abholen, bitte? Okay, Franz. Ich danke dir, Klaus. Stopp! Mabisch, eine Vergrößerung von dem Gesicht. Ja, Herr Inspektor. Aber es ist der Yogalehrer meiner Frau Gudrun. Es ist Larry Hürlimann. Es ist es. Sind Sie sicher, Inspektor? Ja, allerdings sicher. Jetzt haben wir ihn. Also, Hürlimann, wir wissen, dass du der Mörder von Helmut Altmin bist. Wir haben Beweise auf Videokassette. Aber überhaupt nicht, Inspektor. Ich war in diesem Tag in München für die Landwirtschaftsmesse. Oliver? Wir sind gestellt, du Arschloch! Wir wissen, dass du es bist! Verbiet dich von Guido! Aber ich bin es nicht! Oliver, drückst du?
bist da. Gestörer, du Böller! Sag das vorher! Was denn? Sag's nochmal! Was? Ja! Ja, ist aber gut gemacht, Oliver! Ja! Liebe Freunde, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten.